Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also zu diesen Verschwörungstheorien sage ich jetzt erstmal nichts. Also, das hat mich, den Antrag hat der Kollege nicht gelesen und die letzten Jahre auch so ein bisschen in diesem Zusammenhang jedenfalls verpennt. Herr Silkeit, also wir haben wohl alle eine ziemlich unterschiedliche Wahrnehmung und Erinnerung an Dinge, die sich hier so ereignet haben. Und ich habe mich gestern über Ihre Lobhudeleien im Hinblick auf den Innenminister gefragt, na, wenn Sie hier sagen, dass der Innenminister mit seiner gelungenen Aufnahmepraxis der zu uns kommenden so riesige Fußabdrücke oder Fußspuren hinterlassen hat und angedeutet haben, dass unsere Integrationsministerin möglicherweise Probleme hat, die auch auszufüllen, habe ich gesagt, also meine Güte. Jetzt lacht er da hinten. Ich will das mal an einem ganz kleinen Beispiel deutlich machen, Herr Silkeit. Meine Wahrnehmung ist zum einen, dass zu dem Zeitpunkt, als also der... Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte doch wieder ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, damit man die Rednerin auch verstehen kann. Es war der Zeitpunkt, als der Innenminister nämlich nicht mehr allein dastand mit der ganzen Problematik, sondern die Landesregierung insgesamt sich der Verantwortung gestellt hat, als es wesentlich besser klappte und das auch nur, weil man die kommunale Ebene, die ja eine ganz überwiegende Hauptlast mittlerweile trägt, mit ins Boot genommen hat. Da fing es an, gut zu funktionieren. Und ich will das noch an einem Beispiel, Sie haben eben die Dolmetschertätigkeit im medizinischen Bereich, bei der medizinischen Versorgung angesprochen. Der Innenminister hat in seinem Integrationstitel genau bei der medizinischen Versorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen einen Titel drin, der auch Dolmetscherleistung vorsieht. Und genau diese Tatsache haben wir frühzeitig, da haben wir frühzeitig Kritik gehört, nämlich dass diese Dolmetscherleistungen, die nicht nur notwendig, sondern die ja auch einen Anspruch, auf die es ja auch einen Anspruch gibt, dass Sie haben Frau Seemann-Katz hier erwähnt, sie ist ja nicht müde darauf hinzuweisen, dass dieser Anspruch besteht, nicht nur in der Erstaufnahmeeinrichtung, auch in den Gemeinschaftsunterkünften. Und da wurde uns zugetragen, dass es schon da fürchterlich hapert. Und das daraufhin hat sich, so ist meine Wahrnehmung, nämlich überhaupt erst dieser Gesprächskreis zum Dolmetscherpool entwickelt. Weil Dolmetscherpool wurde ja auch schon Anfang 2012 gefordert. Und ich hatte es eigentlich, und deswegen diese unterschiedliche Wahrnehmung, ich dachte, ich hatte es eigentlich als Erfolg der Diplomatie von meinem Kollegen Hikmet Al-Sabti gesehen, dass sich die CDU bereit erklärt hat, mit an den Tisch zu kommen. Ich meine, dass sie dann nicht teilgenommen haben in Person, sondern ihre Referentin in der Regel geschickt haben. Einmal, glaube ich, ne? Zweimal? Na. Sehen Sie, das ist meine Erinnerung. Ich erinnere mich nur an einem Mal. Vielleicht haben sie beim zweiten Mal nichts gesagt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein sehr langwieriger Prozess. Und in der Tat, Sie haben das ja schon so schön chronologisch dargestellt, unsere Treffen und was wir da so gemacht haben und was wir für Erwägungen auch da im Kopf hatten teilweise. Was Sie allerdings nicht erwähnt haben, war Folgendes. Wir haben zum einen uns die Projekte angeschaut in Rostock und in Schwerin intensiv. Man konnte uns genau sagen, wie viele Dolmetscher zur Verfügung stehen, Dolmetscherinnen, welche Sprachen damit bedient wurden. Mittlerweile wissen wir, die Partnerschaft Richtung Greifswald hat sich auch verstärkt und auch dort ist das weiterentwickelt worden. Also ich glaube, wir können in diesen Schwerpunkten der Dolmetscher-Tätigkeiten durchaus sagen, was ist vorhanden und was ist nicht vorhanden. Und wenn Sie vorhin diese 50.000 Euro ansprachen für eine Implementierung, auch wieder Anführungszeichen Frau Seemann gehabt. Dann ging es lediglich darum, eine Datenbank aufzubauen,
und praktisch zu pflegen. Und da hätten diese 50.000 Euro ausgereicht. Und jetzt kommt es ja erstmal überhaupt, was hier noch gar nicht gesagt wurde. Wir haben, als wir unsere Erörterungen im Jahr 2012 weit fortgeführt hatten, begann ein Bundesprojekt, Sprint Mecklenburg-Vorpommern. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das nicht wie beantragt. Es wurde ja auch beantragt, dass wir zusätzliche Haushaltsmittel einstellen, sondern wir haben gesagt, jetzt gibt es dafür Bundesmittel. Wir gucken mal, wie das funktioniert und ob wir dann hinterher die Schlüsse daraus ziehen, dass es sich lohnt, Landesgeld in die Hand zu nehmen, um das weiterzuführen. So, und das Projekt lief bis Ende Oktober dieses Jahres, oder Ende September dieses Jahres, sodass wir Frau Wiese von Dien Hong, die dieses Projekt bekommen hatten, vor der Sommerpause noch hier hatten und uns ihre Auswertung angehört hatten. Und ich muss sagen, da trat so ein bisschen Ernüchterung ein. Auf der einen Seite wurde, glaube ich, ein großer Datenschatz gesammelt. Es wurden vor allen Dingen sensibilisiert in der Fläche. Aber nach dieser Evaluierung, nenne ich es mal, hatten wir nicht den Eindruck, jetzt zu sagen, also wir müssen dieses Projekt bis Ende des Jahres durchfüttern, sage ich mal in Anführungszeichen. Es kam ja auch kein entsprechender Antrag von den Oppositionsfraktionen, weil ich glaube, man war so ein bisschen enttäuscht, dass die Vorstellungen, die wir hatten, nicht realisiert werden konnten. Und ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert über den Antrag, weil mir persönlich bekannt war, dass die Sozialministerin einen entsprechenden Pool aufbauen will oder dafür Geld in die Hand nehmen will. Aber da fiel mir die Kollegin Wippermann von gestern ein, die sagte, ja, wir haben da vielleicht so einen Vorsprung als Koalitionsfraktion, was das Wissen von Regierungshandeln, was da zu erwarten ist, angeht. Deswegen hatte ich dann aber gedacht, als wir das im Sozialausschuss hatten, da hat die Frau Ministerin da ja auch schon drüber berichtet, dass da vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, denn vielleicht doch diesen Antrag zurückzuziehen. Aber ich finde es nicht schlimm, dass wir den hier heute haben, weil da ganz klar drin steht nochmal, wo Sie die Schwerpunkte sehen, was so ein Sprachmittlerpool leisten soll auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was man aber auch bedenken muss. Ich sage nur das Stichwort Qualifikation, sodass ich als Ausschussvorsitzende des Sozialausschusses Ihnen versichere, dass wir das Projekt der Sozialministerin im Sozialausschuss natürlich begleiten werden. Wir lassen uns ja sowieso regelmäßig über Flüchtlingsangelegenheiten berichten im Sozialausschuss und das werden wir natürlich in dieser Richtung, vor allen Dingen, weil das auch von besonderem Interesse mein besonderes Interesse ist, weil wir ja diese ganzen Jahre zusammen da in diese Richtung schon im Gespräch waren, ist also, wir werden uns dort natürlich auch immer berichten lassen. Sodass ich glaube, dass dieser Antrag an dieser Stelle wirklich mittlerweile ein bisschen überflüssig ist, wobei die einzelnen Punkte natürlich abzuarbeiten sind. Und da verstehe ich Herrn Silkert ehrlich gesagt auch nicht so, Sie interpretieren da so viel rein in diesen Antrag, ich glaube viel mehr als drinsteht und es heißt doch, und Sie können doch nicht sich hier herstellen und sagen, wir haben jetzt so viel mehr Asylbewerber, deswegen würde sich die Zahl der Dolmetscherleistungen automatisch potenzieren müssen. Also so sehe ich das nicht. Ich sehe, wir hatten immer schon ein Defizit, was nötige Dolmetscherleistungen anging. Deswegen habe ich jedenfalls an diesen Gesprächen teilgenommen. Und ich glaube, da ist in jedem Fall Verbesserungsbedarf. Und vieles lässt sich durch eine vernünftige Koordination doch hinbekommen. Wir haben sehr viel Potenzial an Dolmetscherleistungen. Teilweise sind Weiterbildungen dann notwendig. Aber wenn in erster Linie neben Dolmetscherleistungen ja Menschen in Anspruch, die noch keine Sprachkurse bei uns hatten, die noch keine Kenntnisse der deutschen oder zu mangelhafte Kenntnisse der deutschen Sprachen hatte. Aber wie läuft das zurzeit? Wer kommt zu uns? Ganz viele junge Syrer, ich kann mal aus meinem Dorf berichten, wir haben da jetzt in meinem Dorf ohne wirklich ÖPNV und ohne Infrastruktur, muss ich sagen,
also nicht mal eine Verkaufsstelle, aber wir haben jetzt 3 Wohnungen mit jungen Syrern belegt, 14 Personen, 13 junge Männer, eine junge Frau, weil Ehefrau von eines dieser jungen Männer. Und die sind jetzt 2 Wochen da, die kriegen ab nächster Woche, glaube ich, fängt das an, Deutschunterricht. Jeden Tag 5 Stunden. Und die haben ruckzuck überhaupt keine Dolmetscherleistung nötig. Und wenn das flächendeckend so klappen würde, was ich ja nur hoffen kann, dann würde ich sagen, dann brauchen wir gar nicht unbedingt viel mehr Dolmetscherleistung, die wir jetzt schon bräuchten, sondern wir brauchen eine vernünftige Koordination. Wir brauchen eine Stelle, wo die Ferien zusammenlaufen, wo man weiß, was Sache ist. Und wenn Frau Seemann-Katz vor 2012 sagte, 50.000 Euro wird unser Spaß kosten. Wir haben jetzt mehr als das Doppelte in dem Topf. Ich denke mal, da kann man was Vernünftiges mit anfangen. Das kann vernünftig gelingen, wenn denn der Wille da ist. Und bei der Sozial- und Integrationsministerin ist der Wille da. Ich sehe da das Ganze positiv und ich freue mich auf erste Erkenntnisse und Ergebnisse, die wir dann im Sozialausschuss hören werden. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.